Nein, Entschuldigung. Breitenmoser, respektive beide noch sehr, sehr gleich auf. Aber Joel jetzt hier wunderschön im Triple-Segment unterwegs und schau an, schau an. Die Vorteil hier vor Joel Breitenmoser. Der dieses erste Leg direkt einmal mitnehmen möchte. Was hat der denn hier gemacht? Das erste Leg geholt. Wow, klasse Finish von Joel Breitenmoser. Leider auf der Kamera nicht perfekt zu sehen, aber 1 zu 0. Oh, Achtung an den Place. Direkt wenig Konton, 95 Punkte. Gar nicht schlecht. Und Achtung an den Place. Der wird doch nicht. Der wird doch nicht. Sechs perfekte Pfeile von Andy Bless. Achtung, Achtung. Triple 20. Schade, schade. Da blieb es bei den drei perfekten Pfeilen. Ich glaube, Joel Breitenmoser, dieser Beginn ins Finale hinein. Klasse gemacht von beiden. Ja, wow, was ist das denn? 12. davon, Bliss zum 1 zu 1. Alle Pfeile waren knapp dran. Bliss, auch er mit einigen Pfeilen auf die Doppel, die er jetzt liegen gelassen hat, aber die Doppel 2, die sitzt dann natürlich bei ihm. Andy Bliss ist nun 2 zu 1 vorne in diesem Finale. In diesem Finale, muss man ehrlich sagen. Heute hatte ich von ihm auch schon andere Spiele gesehen. Ah, stark von Bless. 180 schon wieder. Jetzt die Single 20 für die Doppel 16, die er sehr gerne mag. Andy Bless, der war nicht drin, aber der ist drin. 3 zu 1 für Bless. Den Rest, während Bless bei 82 Punkten ist. Starker erster Pfeil. Doppel 16 wiedergestellt und wieder gecheckt im ersten Pfeil. Andy Blaze richtig, richtig stark unterwegs auf der Doppel 16. Hier von Joel Breitenmoser 112 Punkte geworfen. Stellt sich hier die 132 Punkte Rest, was durchaus machbar sein sollte. Aber Blaze, wow, der ist so stark auf dieser Triple 19. 170 Punkte geworfen für 28 Punkte Rest. Geworfen, okay. Druck da bei Bless jetzt auf der Doppel 14, aber ja, er lässt sich nicht beirren. Das ist bockstark von Andy Bless. 5-1. Breitenmoser kann hier nur noch grinsen. Der weiß, da wird es nicht viel zu holen sein heute in diesem Finale. Alle drei Pfeile geworfen. Den zweiten hat man fast nicht gesehen. Der wäre auch nicht im Doppelfeld drin. Doppel 10 jetzt für Bless zum 6 zu 1, das tut jetzt natürlich langsam schon weh. Geschmerz, das hat man ihm angesehen, als er gegen Stefan Belmont verloren hat. Achtung jetzt, Matchstart für Andy Bliss zum Turniersieg, Fragezeichen. Oh ja, Doppel 9, die ist es, 96er Checkout zum Turniersieg. Game Shot and the Tournament für Andy Bliss. 7 zu 1. Siegt er hier also?